So ihr Lieben, ich stehe heute vor euch hier in schöner Wintermontur. Ich habe nämlich einfach hier im Raum das Fenster aufgelassen und es ist wirklich wieder arschkalt geworden. Mich freut's ja, ich bin voll der Kältetyp, von daher lasst uns aber erstmal jetzt mit dem eigentlichen Thema beginnen. Denn in diesem Video hier besprechen wir mitunter eines der interessantesten Was-wäre-wenns. Und das sage ich, glaube ich, nahezu immer. In diesem Fall stimmt es aber aus einem ganz bestimmten Punkt, denn dieses Was-wäre-wenn wäre tatsächlich beinahe so eingetreten, wenn ein bestimmter Vorfall nicht passiert wäre. Erinnern wir uns nochmal daran, als damals Jurassic World angekündigt wurde und irgendwie waren wir doch alle heiß drauf, nach so vielen Jahren zu wissen, wie es jetzt weitergeht nach den Ereignissen von Jurassic Park 2. Ja, lustige Side-Info, ursprünglich in den allerersten Promomaterialien hieß es damals, dass Jurassic World die direkte Fortsetzung zu Jurassic Park 2 ist, weil man einfach damals schon versucht hat, Jurassic Park 3 so ein bisschen rauszunehmen, weil den mochten ja die meisten nicht. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche Filme einfach so rauszustreichen, weil die halt mal nicht so erfolgreich waren. Mein Gott, ist halt mal passiert. Auf jeden Fall glaube ich, dass alle, nahezu alle, die hier auf dem Kanal sind, die auch hier abonniert haben, danach direkt ins Kino gerannt sind, als der Film 2015 war es gewesen, dann auch wirklich in den Kinos gestartet ist. Im Trailermaterial konnten wir schon einen ersten Blick auf den Indominus Rex werfen und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich mag es, wenn Sachen im Geheimen gehalten werden. Und im allerersten Trailer wurde der Indominus Rex noch geheim gehalten. Und im zweiten haben sie dann irgendwie gemeint, es macht Sinn, jetzt auch zu zeigen, wie das Tier aussieht. Vollkommen egal. Ich fand es wirklich cool. Der Indominus Rex ist vom Design her auch einfach wirklich gut gelungen. Ich weiß noch, als ich mir damals selbst ausgemalt habe, wie das Vieh wohl aussehen müsste, als veröffentlicht wurde, naja, wir haben jetzt hier ein Hybrid gemischt aus Raptor, T-Rex und Oktopus. Und ich habe mir so ganz krasse Sachen vorgestellt und dachte mir, oh nein, bitte nicht. Dann haben wir den Indominus Rex endlich gesehen und ich muss sagen, ja, ich finde ihn nach wie vor ein ziemlich geiles Design. Ich würde nicht sagen, unter meinen Top 3 Designs von allen vier, tatsächlich finde ich, glaube ich, die anderen Hybriden noch ein bisschen geiler. Aber ich war vollkommen zufrieden mit der ganzen Nummer. Und was mich damals sehr gewundert hat, ist, dass wir im Trailer immer den Indominus Rex gesehen haben. Ja, macht ja auch Sinn, der ist ja auch im Film später mit dabei gewesen. Allerdings beginnt der Film damit, dass wir, nachdem wir diesen grässlichen CGI-Vogel gesehen haben, was auch immer das sollte, sehen wir dann auch den Indominus Rex, wie er aus seinem Ei herauskommt. Und die Kamera schwenkt nach hinten und wir sehen auf einmal, es sind zwei Indominus Rex Eier. Ich habe damals im Kino gesessen und mir gedacht, okay, Moment, haben wir vielleicht auch im Trailer zwei verschiedene Indominus Rexe gesehen? Aber es eben einfach nicht wahrgenommen, weil die gleich aussehen und deswegen, da die auch nie nebeneinander gestanden sind, da die auch nie nebeneinander gestanden haben, so rum, deswegen ist das auch nicht wirklich aufgefallen. Nee, die Auflösung war eine ganz andere. Colin Trevorrow hat sich gedacht, komm, wir führen einfach mal zwei Indominus Rex ein und killen dann den einen davon, damit wir später diesen düsteren Satz haben können, in welchem Simon Maserani an Claire gewandt fragt, was wurde eigentlich aus dem Geschwisterchen? Und dann sagt Claire, sie hat es gefressen. Das heißt ja, ursprünglich waren wirklich zwei Indominus Rex im Film gewesen. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario gehen wir der Geschichte jetzt einfach mal nach, was wäre denn wirklich passiert, wenn der Indominus Rex sein Geschwisterchen nicht getötet hätte. Was wäre, wenn wir zwei Indominus Rex im Jurassic World gehabt hätten? Wie immer beschäftigen wir uns auch mit der Frage, warum hätte der Indominus Rex in diesem Szenario hier sein Geschwisterchen eben nicht töten können oder nicht töten sollen? Auch hier gibt es eine Antwort darauf, die ich mir überlegt habe, die auch irgendwie Sinn ergibt. Und ja, lasst uns einfach mal eintauchen in dieses alternative Universum. Was wäre, wenn wir in Jurassic World zwei Indominus Rex gehabt hätten? Oh je, viel Spaß mit dem Video. Zu Beginn dieses Videos schauen wir uns doch erst einmal an, wie es denn überhaupt hätte passieren können, dass wir wirklich zwei Indominus Rexe in diesem Szenario gehabt hätten. Aus dem allerersten Jurassic World Film wissen wir ja, dass ursprünglich auch zwei Indominus Rex wirklich gezüchtet wurden und ja, wir wissen auch inzwischen durch den neu hinzugedichteten Kanon von Colin Trevorrow, dass der Indominus Rex in Jurassic World, also im allerersten Jurassic World aus dem Jahr 2015, genau 3 Jahre alt sein soll. Hier soll eben eine kleine Referenz auch an Rexy gegeben sein und eben daran, dass die Tiere eben aufgrund des Wachstumsbeschleunigers 3 Jahre brauchen, um wirklich auszuwachsen. Der Indominus Rex oder beide Indominus Rex wurden also ungefähr im Jahr 2012 gezüchtet und irgendwann dazwischen muss dann eben der Vorfall passiert sein, dass der Indominus Rex, den wir eben auch kennen, wir nennen sie einfach mal White, dann eben den anderen Indominus, den nennen wir einfach mal Black, getötet hat. Warum jetzt hier White und Black? Naja, ich gehe mal davon aus, da wir aus offiziellen Konzeptzeichnungen wissen, dass der Indoraptor ebenfalls ein weißes Geschwisterchen hätte haben sollen, macht es irgendwie auch Sinn, dass auch der Indominus Rex quasi
einmal weiß und eben einmal schwarz gezüchtet worden wäre. Der Indoraptor ist schließlich nicht mehr als eine kleinere, kompaktere Version des Indominus Rex, der ein paar Funktionen mehr hat, wie zum Beispiel den Laserpointer, auf den er eben systematisch reagiert. Das heißt, unsere Geschichte beginnt ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem Dr. Henry Wu das Amalgam Testing das allererste Mal durchgeführt hat. Aus diesem ersten Amalgam Testing Versuch kam dann, was auch offiziell bestätigt wurde, sowohl der Spinosaurus raus, als aber eben auch die Velociraptoren, die wir aus Jurassic Park 3 kennen. Nach diesem Versuch hat Dr. Henry Wu dann allerdings nicht mehr die Möglichkeiten finanziell oder eben auch von den Forschungseinrichtungen gehabt, um das Amalgam Testing weiterhin durchzuführen. Ein Simon Masrani kam ihm da ganz gelegen, denn er unterstützte Dr. Henry Wu und finanzierte auch seine Forschung. Dr. Henry Wu würde eine neue Kreatur erschaffen, die die gelangweilten Zuschauer faszinieren sollte, denn der Jurassic World Park verlor immer mehr an Faszination und somit eben auch an Einnahmen. Henry Wu begann also seine Forschung und züchtete ein Tier, geschaffen aus den DNS-Strängen eines Velociraptors, eines Tyrannosaurus Rex, auch der eines Oktopus und noch weitere kleinere Bausteine wurden in die beiden Indominus Rexe mit eingebaut. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wäre denn wirklich passiert oder wie könnte man das Szenario jetzt eben so herumdrehen, dass der Indominus Rex, also White, Black nicht getötet hätte, wie es ja eben im Original Jurassic Canon passiert ist. Owen erwähnt in Jurassic Park 1, dass es eine dumme Idee ist, dem Tier totes Fleisch zum Fressen zu geben, da somit eben die einzig positive Verbindung, die dieses Tier aufbauen kann, eben ein Stück totes Fleisch wäre. Ich meine, sogar John Hammond hat das irgendwie mehr oder weniger absichtlich gerallt und er hat ja auch ein lebendes Tier an den T-Rex verfüttert. Ich meine, ja, die Ziege war natürlich angekettet und auch ein Dr. Alan Grant hat hier seine Kritik ausgesprochen, dass der T-Rex jagen will, aber das Tier war eben am Leben. Im Falle von Jurassic World wurde der Indominus Rex oder wurden beide Indominus Rex immer nur mit totem Fleisch gefüttert. Das heißt, der Jagdtrieb, den die beiden Tiere hatten, haben sie dann am Ende an sich selbst ausgelassen. Ebenfalls wird in Jurassic World erklärt, dass der Indominus Rex einfach ein extremes Vergnügen am Töten hat. Das sehen wir auch dann später, wo er die gesamte Herde von Apatosaurus umbringt. Und auch dieses Vergnügen am Töten wurde dem Tier eben genommen, indem das Tier, also indem beide Indominus Rex, mit totem Fleisch gefüttert wurden. Das heißt, um den Indominus Rex eher zu sozialisieren, wie Owen Grady das in Jurassic World nennt, hätte man dem Tier lebendes Fleisch zum Jagen und eben auch zum Töten ins Gehege geben müssen. Dass das besser funktioniert hätte, erklärt uns zum Beispiel auch Jurassic World Camp Cretaceous, denn hier sehen wir ja die beiden Scorpius Rex, die sich auch immer wieder mal gegenseitig angreifen. Aber auch hier wird erwähnt, dass die beiden Tiere wirklich, wenn es darauf ankommt, wenn sie einander brauchen, dass sie dann eine Art von Rudelbildung machen. In diesem Fall sind es eben auch nur zwei Tiere, aber das funktioniert auch bei den Scorpius Rex und das sind ja eben, das sind die Vorstufen vom Indominus Rex. Hätte man diese ganzen Faktoren beachtet und das Gehege vielleicht noch ein bisschen größer gemacht, wo die beiden Tiere hätten aufgezogen werden können, damit sie auch wirklich ihren Jagdinstinkt nachgehen können, damit sie auch wirklich ihre Freude am Töten ausspielen können, so krank das auch irgendwie klingt, und dass beide Tiere sich gegenseitig so sozialisiert hätten, dass sie eben ein gemeinsames Jagdverhalten erschaffen oder erfunden hätten, dann wäre das Ganze sehr wahrscheinlich anders ausgegangen. Zu Beginn hätte Dr. Henry Wu die beiden Indominus Rex mit Tieren wie Schafen, Ziegen oder auch Kühen gefüttert. Mit der Zeit wäre man dann aber darauf eingegangen, dass die Tiere eventuell, größere Beute bräuchten. Henry Wu hätte daraufhin also den Vorschlag getätigt, dass man hier wirklich Paricephalosaurus in das Gehege der Indominus Rex reinlässt und die Tiere wirklich mal beim richtigen Jagdverhalten beobachtet. Hier hätte Dr. Henry Wu eine erstaunliche Beobachtung gemacht, die ihn auch zugleich sehr verängstigte. Die beiden Indominus Rex kreierten eigene Taktiken zum Jagen von Beute und variierten die Taktiken je nach Unterschied der Tierart der Beute. Die Indominus Rex hatten zum Beispiel ein anderes Jagdverhalten, wenn sie eine Kuh gejagt haben, dann wieder ein anderes Jagdverhalten, wenn sie eine Ziege gejagt haben und ein ganz, ganz anderes Jagdverhalten, als sie dann letztendlich die Paricephalosaurus gejagt haben. Natürlich machte das Henry Wu extrem neugierig und er kam auf die grandiose Idee, einen Ankylosaurus in das Gehege reinzulassen. Das natürlich mit großer Kritik, sogar von einer Claire. Allerdings wollte er herausfinden, wie die beiden Tiere es wirklich schaffen, sich gegenseitig oder miteinander zu koordinieren, wenn es zu einem Kampf kommen könnte. Und gesagt, getan, der Ankylosaurus wurde in das Gehege reingelassen und die beiden Indominus Rex entwickelten erneut eine neue Taktik, um auch dieses Tier letztendlich zu erlegen. Claire, die äußerst besorgt bezüglich des Verhaltens der Tiere ist, lässt natürlich einen Owen Grady in diesem Fall auch wesentlich früher an das Gehege ran, als jetzt im Originalfilm. Owen soll sich die beiden Tiere mal genau anschauen, das natürlich abseits vom Wissen von Dr. Henry Wu, denn Claire traut diesem Mann nicht wirklich. Owen
Drohnen beobachtet also die Tiere und macht hier etwas, das er im Original Jurassic World Film, niemals hätte beobachten können. Er sieht, dass die beiden Tiere ein Jagdverhalten wie Velociraptoren an den Tag legen. Immer wieder lenkte Black die Beute, in Anführungszeichen die Beute, mehr oder weniger ab, während dann White von der Seite her angriff. Quasi das Verhalten, das auch ein Dr. Alan Grant in Jurassic Park erwähnte, als er dem Jungen Angst machen wollte und ihm erzählt, wie Velociraptoren wirklich jagen. Das Jagdverhalten finden sie jetzt eben auch in diesen Indominus Rex vor. Und Owen möchte einfach wissen, wie das sein kann. Welche DNS-Stränge stecken denn in diesen Tieren? Diese Frage hat Owen im Original Jurassic World Film erst relativ spät gestellt. Hier macht es allerdings Sinn, dass Owen da schon wesentlich früher nachhakt, da er eben sieht, dass die Tiere so jagen. Claire kann daraufhin allerdings keine genaue Antwort geben. Sie weiß allerdings, dass im Indominus Rex wesentlich mehr DNS-Stränge drinstecken, als eben nur die von einem T-Rex und eben einem Oktopus. Ich weiß nicht, ob es hier sogar Sinn machen würde, Claire zuzutrauen, dass sie das mit den Velociraptoren auch schon wusste. Ich meine aber nein, das wusste sie noch nicht. Ich meine, sie war sogar relativ überrascht, als der Indominus Rex sich tarnen konnte. Owen bemerkt ebenfalls die schiere Masse an Knochen von toten Tieren im Gehege der Indominus Rex und Claire erklärt ihm nach seiner Frage, was das denn zu bedeuten hat, dass die Tiere abgelenkt bleiben müssen. Also die Freude am Töten muss bei diesen Tieren erhalten bleiben, denn sonst greifen sie sich eben auch gegenseitig an. Dieses extrem aggressive und auch intelligente Verhalten macht Owen extrem viele Gedanken und sehr viele Sorgen. Claire erklärt ihm kurz danach ebenfalls, dass die Tiere nicht nur versuchen, andere Spezies, also Tiere wie Kühe, Ziegen oder ähnliches oder auch andere Dinosaurier auszuspielen. Sie haben auch schon wirklich Täuschungsversuche bei den Menschen versucht, also eben bei den Wärtern. So hat sich der eine Indominus Rex erst vor kurzem getarnt und vor den Wärmekameras versteckt, während sich der andere absichtlich Wunden zugefügt hat, damit es im Endeffekt so aussieht, dass der eine den anderen getötet hätte und eben der eine von beiden verschwunden wäre. Das haben die Tiere gemacht, um irgendwie menschliche Beute ins Gehege reinzulocken. Und in diesem Szenario, ja, wir werden das einfach mal so halten, dass hier vielleicht die Mitarbeiter im Jurassic World Park nicht ganz so blöd sind und naja, vielleicht auch irgendwie wissen, was im Indominus Rex drinsteckt. Ich meine, das ist so eine Sache. Warum weiß niemand im Originalfilm, dass der Indominus Rex sich tarnen kann? Dass er seine Temperatur regulieren kann? Das sollte man irgendwie wissen, bin ich der Meinung. Und das bauen wir jetzt hier einfach mal mit ein. Das ist ein Was-wäre-wenn-Szenario. Und jetzt bauen wir eben noch den folgenden Fakt mit ein. Was wäre, wenn die Mitarbeiter im Jurassic World Park einfach ein Briefing gehabt hätten, was den Indominus Rex angeht? In diesem Fall kämen die Tiere nämlich gar nicht mal so leicht aus dem Gehege raus. Owen würde danach immer wieder versuchen, das Verhalten beider Indominus Rex mit dem Verhalten seiner Raptorengruppe abzugleichen. Charlie, Delta, Echo, Blue, habe ich irgendeinen vergessen? Ne, ich glaube, das waren alle vier gewesen. Von diesen vier wird das Verhalten ebenfalls unter die Lupe genommen, denn auch diese vier Velociraptoren sind ja auch im offiziellen Kanon auffällig schlau und auch auffällig leicht zu zähmen. Das ist ja mitunter auch ein Grund, warum dann auch ein Mr. Mills in Jurassic World 2 Fallen Kingdom unbedingt an Blue ran will. Ich meine, er sagt ja sogar, dass Blue sehr leicht zu zähmen ist und dass man daraus eben am besten Dinosaurierwaffen erschaffen könnte, weil die sich eben sehr gefügig machen. Wäre das also auch der Fall bei den Indominus Rex? Ich meine, im Indominus Rex steckt ja scheinbar Velociraptor-DNS mit drinne. Wären diese Tiere dann auch zähmbar gewesen? Die Antwort hierauf ist ganz klar nein. Owen beobachtet die Tiere längere Zeit von morgens bis abends und er muss wirklich feststellen, dass die Indominus Rex eine herbe Gefahr für den gesamten Park darstellen. Die Tiere sind unberechenbar und weisen keinerlei Muster auf. Ebenfalls muss Owen hierbei feststellen, dass White, also der Indominus Rex, den wir auch aus Jurassic World kennen, bei seinen Aktionen wesentlich bedachter vorgeht, während Black um einiges aggressiver ist als seine Schwester. Oder als ihre Schwester. Und eines Nachts passiert dann eben genau das, was auch passieren muss. Owen Grady besucht noch einmal das Gehege der Indominus Rex. Er hat weitere Tests mit seinen Velociraptoren angestellt und möchte nun schauen, inwiefern denn diese Umsetzung oder jetzt diese Ergebnisse auch auf die Indominus Rex zutreffen. Die scheinen sich allerdings erneut getarnt zu haben und wollen die Mitarbeiter erneut hinters Licht führen. Allerdings kann Owen die beiden Indominus Rex immer noch aus der Hauptzentrale ausorten, denn die beiden Indominus Rex haben ja einen Sender implantiert bekommen und der ist natürlich immer noch in beiden drin. Oder eventuell auch nicht. Owen muss nämlich dann geschockt feststellen, dass die Indominus Rex sich die Sender gegenseitig entfernt haben. Die Tiere haben beide Sender im Gehege selbst vergraben, sodass die Menschen oder die Mitarbeiter eben weiterhin denken, dass die Tiere sich noch im Gehege befinden. Aber das ist schon längst nicht mehr der Fall.
Das Gehege wird komplett mit Wasserstickstoffdüsen abgelichtet. Und ja, die gab es im Film irgendwie nicht, aber da verstehe ich auch nicht genau, wieso. Diese Stickstoffdüsen würden die Indominus Rex zeigen, sogar wenn sie sich eben getarnt haben. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie so eine weiße Flüssigkeit, die wie Regen über das Gehege geschüttet wird. Und dann müssten diese Flüssigkeitstropfen ja auf den Indominus Rex hängen bleiben. Aber das passiert hier eben nicht und die Mitarbeiter bekommen mit, dass die Indominus Rex längst nicht mehr im Gehege sind und dass weiter hinten im Part, wo der Dschungel ins Gehege reingebaut wurde, sich unterirdisch zwei Löcher befinden. Die Tiere haben sich also aus dem Gehege herausgegraben, was für meine Verhältnisse oder meiner Meinung nach wesentlich mehr Sinn ergibt, als dass die Tiere irgendwie versuchen, über das Gehege drüber zu klettern. Denn tatsächlich gibt es offizielle Konzeptzeichnungen von diesem Gehege und es scheint wirklich unterirdisch nicht irgendwie nochmal mit Metall versiegelt zu sein. Nein, drunter ist eben einfach nur Sand und Dreck und Erde und ja, die Tiere hätten sich da ziemlich leicht durchbuddeln können. Das heißt, jetzt haben wir zwei Indominus Rex, die sich irgendwo befinden könnten und keiner kann genau sagen, wo. Die Tiere sind also nun frei auf der Isla Nublar. Allerdings entscheidet man sich zuerst dafür, noch keinen Notruf auszusenden oder eben die gesamten Menschenmassen in Panik zu versetzen. Denn ob die Tiere sich wirklich auf den Weg in den Jurassic World Park machen, das meint man eben nicht genau wissen zu können. Allerdings erwähnt daraufhin der Dr. Henry Wu, naja, diese Tiere sind ebenfalls auf Wärme aus. Also die können Wärme wahrnehmen und deswegen bewegen sie sich dann dahin, wo eben auch die meiste Wärme zu finden ist und das wäre dann eben mitten im Jurassic World Park. Nun kommen wir zu Zack und Gray, meinen beiden Lieblingskindern aus dem Jurassic Franchise. Ja, obwohl Gray ist eigentlich ganz in Ordnung, Zack ist halt wirklich schrecklich geschrieben, einfach ein pubertärender Heranwachsender, der permanent alles bespringen will, was nicht auf drei auf dem Baum ist. Das ist wirklich, so stellt sich wirklich Colin Trevorrow einen Teenager vor. Das ist wirklich, so denkt Colin Trevorrow. Naja, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall sind die beiden natürlich auch schon längst auf der Insel, haben ihre Tante Claire besucht, die sie dann aber auch wieder abgeschoben hat, an die liebe Sarah und die hat dann die beiden eben in ihr Luxuszimmer gebracht und naja, dann vergeht die Geschichte im Endeffekt mit den beiden wie auch im fertigen Film. Zack und Gray gelangen also auch in die Gyrosphärenbahn, wo sie dann eben das Loch im Zaun finden und dann fahren sie da auch durch und treffen dann letztendlich auf einen Indominus Rex, nämlich auf White. Also den Indominus Rex, den wir auch aus dem Film kennen. Und ja, die Szene hier wäre noch einmal so ähnlich wie auch im fertigen Film, nur dass der Kampf gegen den Ankylosaurus ein bisschen anders ablaufen würde. Als nämlich der Ankylosaurus meint, sich dann gegen White auflehnen zu müssen, taucht aus dem Nichts heraus auch dann das Geschwisterchen auf und naja, die beiden setzen quasi die Taktik um, die sie auch im Gehege gelernt haben, mehr oder weniger, die sie angewendet haben, um den Ankylosaurus dort zu erledigen. Die Gyrosphäre von Zack und Gray wird daraufhin genauso beschädigt wie eben auch davor und die Kinder versuchen vor den beiden Indominus Rex zu flüchten und das würde ihnen auch in diesem Fall gelingen. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, was wäre denn, wenn einer der beiden Indominus Rex aber schneller gewesen wäre als der andere und ich denke mir, ja, aber was halt, wenn nicht. Ich würde einfach mal behaupten, dass hier beide Indominus Rex ähnlich schnell wären bei der Jagd auf Zack und Gray. Allerdings könnte man hierbei noch berücksichtigen, dass der Indominus Rex, also White in diesem Fall, im Originalfilm ja erst noch die Gyrosphäre im Maul hängen hat und die eben erst noch loswerden will, bevor er dann den Kids hinterherrennen kann. Aus diesem Grund bekommen die Kinder ja auch wirklich dann erst letztendlich diesen Vorsprung. Ein Black könnte in dem Szenario allerdings bereits hinter den Kindern her sein und wir sehen ja im Jurassic World Film, dass auch der Sprung der beiden Kinder dann ins Wasser ziemlich knapp gewesen ist und die beiden auch wirklich fast vom Indominus Rex gefressen worden wären. Das heißt, man könnte jetzt hier schon sagen, ja gut, ein Black könnte eben wesentlich schneller bei den Kindern gewesen sein und könnte dann die Kinder auch gefressen haben. Allerdings denke ich hierbei immer wieder zurück an die Jurassic World Camp Cretaceous Serie, denn auch hier sehen wir immer wieder, wie das Verhalten von so zwei Hybriden aussehen kann. In keinem Film später haben wir nochmal gesehen, wie es wirklich ist, wenn wir zwei Hybride haben. Deswegen muss ich mich so ein bisschen darauf verlassen, was wir auch in Camp Cretaceous dann sehen. Und hier bemerken wir, dass die Scorpius Rex sich trotz allem immer wieder mal anfangen zu zanken. Sogar in den Momenten, in denen sie eigentlich zusammenarbeiten sollten, fangen sie auf einmal aus dem Nichts heraus an, aufeinander einzuschlagen, aufeinander einzubeißen und dieser Alpha-Drang kommt bei den Tieren immer wieder durch. Das wäre jetzt eben auch hier der Fall. Zack und Gray kämen eben nur mit dem Leben davon, weil die beiden Indominus Rex plötzlich einander angegriffen hätten. Natürlich dürfen wir ja auch einen Vic Hoskins nicht vergessen, der natürlich auch vom Indominus Rex oder von beiden Indominus Rex Wind bekommen hätte. Der war ja ursprünglich auf dem Trip gewesen, dass Owen Grady, naja, die Velociraptoren noch so ein bisschen mehr Richtung Militär trimmen könnte. Die Tiere könnten ja für Einsätze vorbereitet werden, alles drum und dran. Zu diesem Zeitpunkt wusste aber ein Vic Hoskins noch nicht mal, dass der Indominus Rex überhaupt existiert. Zumindest im Originalkanon
Meine ich, wusste er das sogar nie. Ich glaube, Hoskins hat nie vom Indominus Rex erfahren. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Nee, stimmt gar nicht. Er erfährt relativ spät vom Indominus Rex, als dann eben auch die Velociraptoren eingesetzt werden sollen, um den Indominus Rex auszuschalten. Auf jeden Fall würde er hier in diesem Szenario schon wesentlich früher Wind von den Tieren bekommen, da Owen einfach, naja, ein sehr seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat. Er hat das Training mit den Velociraptoren immer wieder vernachlässigt und ist dann quasi zu einer anderen Brutstation gefahren. Big Hoskins hätte in diesem Fall also herausgefunden, dass es bereits zwei Alpha-Predatoren, zwei Hybriden gegeben hätte oder geben würde oder eben immer noch gibt, die bestimmte Fähigkeiten an den Tag legen könnten. Hoskins, der Interesse an beiden Tieren haben würde, hätte in diesem Fall ebenfalls die Söldner beauftragt, die wir auch in Jurassic World sehen, um die Tiere in diesem Fall aber nicht zu erledigen, sondern eben einzufangen. Ebenfalls würde sich auch ein Simon Masrani, genau wie im Originalfilm, auf den Weg machen, die beiden Indominus Rex irgendwie auszuschalten. Bevor das Ganze aber passiert wäre, hätten wir ja noch die Ingen-Gruppe, die, naja, die parkinterne Polizei, die den Dinosaurier dann auch wirklich ausschalten soll. Im Originalfilm sehen wir ja, was der Indominus Rex im Alleingang mit den ganzen Leuten anstellen kann. Jetzt hier in dieser Variante wäre das Ganze noch um einiges heftiger gewesen. Und ja, ich mag jetzt hier die Szenarien zwischen Zack und Gray und dem Indominus Rex und eben dem Auftreten der Ingen-Soldaten und dem Indominus Rex miteinander vertauscht haben, vom reinen Pacing her, wann das eben passiert ist. Aber es würde dann doch irgendwie passen. Ich meine, das ist eine Was-wäre-wenn-Geschichte und in diesem Fall könnte es ja sehr gut sein, dass eben die Indominus Rex vorher auf Zack und Gray getroffen wären. Die beiden könnten sich somit also einen weiteren Vorsprung vor den immer noch hinterherjagenden Indominus Rex machen, weil dann eben die Ingen-Soldaten eintreten und die beiden Tiere, naja, mehr oder weniger ablenken oder zumindest ein bisschen hinhalten. Denn natürlich würden auch in diesem Fall die Soldaten es nicht schaffen, beide Tiere aufzuhalten. Auch ein Owen und eine Claire würden sich auf die Suche nach den Kindern machen und auch hier würden sie wieder auf das Feld treffen, in welchem sie die toten Apatosaurus finden. Nur in diesem Fall wären zum Teil die Tiere auch in zwei Hälften gerissen worden. Das Gemetzel hier wäre wesentlich heftiger, da ja Black der aggressivere von beiden ist und da beide Indominus Rex zusammen ein wesentlich aggressiveres Jagdverhalten an den Tag legen. Die Indominus Rex begeben sich also nun Richtung Vogelkäfig. Und auch in diesem Vogelkäfig passieren, naja, ein, zwei Sachen dann doch ein klein wenig anders. Wir bekommen auf jeden Fall schon einmal mit, dass hier auch die Söldnergruppe wieder eingreift und versucht, die Tiere abzuschießen. In diesem Szenario jetzt hier wäre es eben nicht so gewesen, dass die Söldnergruppe einfach nur hinter das Tier schießt, weil das einfach saudämlich ist. Schießen hier die Soldaten wirklich auch vor die Tiere und treiben die beiden auseinander. Das heißt, die Tiere trennen sich voneinander und versuchen sich im Dschungel zu verstecken. Ja, in diesem Szenario hier wird der Vogelkäfig gar nicht erst beschädigt, da die Tiere noch kurz vorher quasi nach links und nach rechts wegrennen. Und auch ein Simon Masrani bleibt also in diesem Fall weiterhin am Leben. Was der große Nachteil an der ganzen Nummer ist, dass wir jetzt zwei Indominus Rex haben, die in genauer Parknähe agieren und die eben nicht ausfindig gemacht werden können, da man sie eben aufgrund der reduzierten Wärme und auch der Tarnungsfähigkeit und des herausgerissenen Senders nicht mehr ausfindig machen kann. In der Zwischenzeit werden natürlich die meisten Leute auch evakuiert. Der Notstand im Park wird ausgerufen und die Leute werden zu Rettungsbooten gebracht. Das heißt, auch hier haben wir wesentlich weniger Opfer, da eben nie der Vorfall passiert, dass die gesamten Flugsaurier jetzt im Park landen. Allerdings landen letztendlich dann doch die Indominus Rex im Park und zwar an ganz verschiedenen Stellen. Dadurch, dass sich die beiden Indominus Rex voneinander getrennt haben, bekommen es Zack und Gray in diesem Szenario hier mit Black zu tun, dem aggressiveren, wesentlich schnelleren der beiden Indominus Rex. Black überrascht die beiden ähnlich wie auch im Originalfilm im Besucherzentrum des alten Jurassic Park. Allerdings schaffen es Zack und Gray, sich hier innerhalb des Besucherzentrums noch vor diesem Dinosaurier zu verstecken. Denn kurz danach oder parallel, während dieses ganze Szenario hier mit Zack und Gray passiert, geschehen auf der anderen Seite der Insel, wo der andere Indominus Rex ist, plötzlich ebenfalls wichtige Ereignisse, die dafür sorgen, dass der Indominus Rex Black von den beiden Jungs weggelockt wird und eben, naja, zurück zu seinem Geschwisterchen kommt. Durch die Wärmesignaturen, die eben extrem ansteigen, durch die gesamten Menschenmassen, die nun auch in Panik geraten, die nun zu den Booten gelockt werden, wurde Black von Zack und Gray weggelockt und taucht nun auch im Jurassic World Park auf, und zwar genau in der Besuchermeile, die wir eben nur allzu gut aus dem Film Jurassic World kennen. Der Grund hierfür ist ganz einfach, da die gesamte Menschenmasse, die nun an einen einzigen Punkt gebracht wurde, eine gewaltige Wärme aussondert und das zieht eben beide Indominus Rex an. Und jetzt
jetzt kommt hier wieder Owen ins Spiel, der versucht mit seinen Velociraptoren, die Indominus Rex noch ausfindig zu machen, bevor sie letztendlich im Park angreifen können. Hier wäre das Szenario mit den Velociraptoren ähnlich wie auch im Film, allerdings würden wir jetzt eben auf zwei Indominus Rex treffen, die an verschiedenen Seiten sind, das heißt auch das Raptoren-Squad wäre in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Die Raptoren würden beide Indominus Rex ausfindig machen, die sich am Rande des Parks und zum Teil auch im Park befinden, und ein Kampf würde entstehen, genauso wie wir ihn auch im Jurassic World Film bekommen haben. Nur dass wir nun eben den gesamten Kampf zwischen dem Indoraptor und eben, oder zwischen den beiden Indoraptoren und den Velociraptoren, die ja dann auch umgedreht werden, auch in diesem Fall von den Indoraptoren und den Indon-Soldaten und den Söldnern. Das heißt, der gesamte Jurassic World Park wird ein gewaltiges Schlachtfest zwischen diesen Tieren, und hierbei, naja, sterben auch wie im Originalfilm. Die Velociraptoren lassen sich hierbei auch nicht mehr davon bekehren, die Menschen zu jagen, denn diesmal haben sie zwei große Alpha-Anführer, nämlich eben Black und White, die an der Spitze des gesamten Rudels stehen. Und ja, auch Blue hat sich am Anfang vom Indoraptor verleiten lassen und später dann aber wieder von Owen umdrehen lassen. Das wäre jetzt hier in diesem Fall auf gar keinen Fall möglich, da die Velociraptoren ja trotz allem immer noch Tiere sind und die würden immer dem stärksten Rudelanführer folgen. Das wäre jetzt einfach nicht mehr Owen, das wären jetzt die beiden Indoraptoren. Der Kampf ist also aussichtslos. Die Kinder sind irgendwo auf der Insel verschollen. Die Indoraptoren greifen nun auch die zusammengetriebenen Menschen an. Es bricht eine Massenpanik aus. Die Velociraptoren greifen die Soldaten an. Es fallen überall Schüsse und Claire sieht nur noch einen einzigen Ausweg. Sie müssen zwei verschiedene Paddocks, also zwei verschiedene Gehege öffnen, um den beiden Indominus Rex Herr zu werden. Und ja, sie müssen hier wirklich zwei verschiedene Paddocks öffnen, denn in dieser Variante, was wäre wenn, will ich einfach nur eine kleine Fantheorie mit einbauen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was sich hinter Paddock Number 10 befunden hat, also dem Gehege Nummer 10? Eine Theorie sagt ja, boah, das könnte der Spinosaurus gewesen sein. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich euch mal hier oben verlinkt. Es gibt ein paar Indizien, die irgendwie in die Richtung hinweisen. Davon ist noch nichts offiziell bestätigt, allerdings packen wir genau das jetzt hier in dieses Was wäre wenn rein. Zuerst wird also der Tyrannosaurus Rex freigelassen und Claire lenkt das Tier inmitten dieses Schlachtfeldes auf die Indominus Rex zu. Der Kampf beginnt und beide Indoraptoren, im Begriffen auch der Velociraptoren, greifen Rexy an. Das Tier hat natürlich relativ wenig Chancen, doch kurz danach wird eben auch das Gehege Nummer 10 geöffnet und der Spinosaurus taucht aus dem Gehege heraus auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dieser Plan hat hier und da kleine Logiklücken, natürlich ist ja auch Jurassic World, aber würde der Spinosaurus jetzt dem T-Rex helfen? Wahrscheinlich nicht, das sind immer noch Tiere. Eventuell würde der Spinosaurus überhaupt nicht erst dahin gehen, weil er sich denken würde, nee, das ist mir doch ein bisschen zu hakel da. Allerdings reden wir von Jurassic World. Jurassic World ist ein Film, in welchem Blue und der T-Rex Rexy gemeinsam wie die Bremerstadt-Musikanten Rücken auf Rücken gegen den Indominus Rex gekämpft hat. Deswegen lasst mir diese kleine Romantisierung dieses Kampfes jetzt in diesem Fall hier auch. Der Spinosaurus würde sich gemeinsam mit dem T-Rex den beiden Indominus Rex stellen. Das wäre natürlich ein Kampf, der ja so einige Opfer mit sich bringen würde, unter anderem auch viele Velociraptoren, nahezu alle Velociraptoren, die nun ja auch in das Geschehen mit eingebunden wären. Die Soldaten würden mit den Velociraptoren relativ schnell fertig werden, da die sich ja mit dem T-Rex beschäftigt hätten. Allerdings hätten sie keine Chance gegen die großen Predatoren und Owen und Claire würden versuchen, ebenfalls die letzten überlebenden Soldaten dann auch noch zu evakuieren. Also die Söldner, die sind ja eben noch am Leben, da eben die Flugsaurier nie ausgebrochen sind und die Helikopter nie vom Himmel runtergeholt haben, deswegen sind die Söldner eben noch am Leben. Die werden jetzt mit den letzten überlebenden Parkbesuchern zu den Rettungsbooten gebracht und von der Insel verschifft, während eben der Spinosaurus und der T-Rex noch gegen den Indominus Rex und auch den anderen Indominus Rex eben kämpfen. Claire und Owen kehren allerdings wieder zurück zu dem ganzen Getümmel und machen sich auf die Suche nach Zack und Gray, die immer noch irgendwo in der Insel verschwunden sind oder auf der Insel verschwunden sind. Die beiden haben aber in der Zwischenzeit im alten Jurassic Park Gebäude ein Fahrzeug gefunden, nämlich den Original Jurassic Park Truck, den wir auch aus dem Original Jurassic Park Film kennen, weil Member Barry. Zack konnte dieses Fahrzeug, genau wie im Originalfilm, auch aus irgendwelchen Gründen kurz schließen und mit einer Batterie zum Laufen bringen, und so kommen dann eben auch die Kinder letztendlich mit Owen und Claire zusammen. Die Tiere bekämpfen sich hier in diesem Fall, und auch hier müssen wir ganz ehrlich sein, dass der T-Rex den Kampf gegen den Indominus Rex eigentlich nicht gewonnen hätte,
wenn nicht zufällig der Indominus Rex im Getümmel an das Gehege vom Mosasaurus rangeschlagen oder rangeschubst worden wäre. Das würde jetzt hier nicht wieder passieren. Wir haben hier immerhin zwei verschiedene Indominus Rex, die auch ihr Jagdverhalten bereits trainieren konnten im Gehege, die wissen, wie sie zusammenarbeiten, um eben auch einen Spinosaurus und auch einen Tyrannosaurus Rex zu erlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt beide Indominus Rex wieder genau so am Mosa-Gehege landen wie im Originalfilm, ist einfach sehr gering. Das heißt ja, in diesem Fall hätten wir von der menschlichen Seite aus wesentlich mehr Überlebende. Ich meine, ein Maserani wäre nicht gestorben. Auch eine Sarah hätte logischerweise überlebt, da die ja im Originalfilm von den Flugsauriern gepackt worden wäre. Man könnte jetzt hier auch sagen, ja doch, die kannst du ja auffressen lassen vom Indominus Rex. Aber die Menschen wären hierbei definitiv besser weggekommen, da eben die beiden Indominus Rex sich kurz vor dem Flugsauriergehege getrennt haben und das eben nicht zerstört haben. Allerdings haben dann hier die Dinosaurier eher die schlechte Karte gezogen. Ein Spinosaurus würde getötet werden, ein Rexy würde getötet werden und ebenfalls auch alle Velociraptoren, inbegriffen auch Blue, wären in diesem Fall hier gestorben. Die letzten Überlebenden in diesem Szenario wären wirklich beide Indominus Rex, wo man sich jetzt auch hier wieder streiten kann, ob die sich dann auch noch gegenseitig getötet hätten oder eben auch nicht. Und ganz wichtig ist hier noch zu bedenken, ob ein Dr. Henry Wu hier wirklich dazugelernt hätte und den Tieren eben nicht erneut eine Frosch-DNS implantiert hätte, welche es den Tieren erlaubt, das Geschlecht zu wechseln, um sich wieder fortzupflanzen. Wäre das nämlich jetzt hier der Fall, könnte die Isla Nublar binnen weniger Tage oder weniger Jahre von mehreren Indominus Rex bevölkert worden sein. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das hier nicht der Fall ist. Also die Tiere können, die Jurassic World Dinosaurier können ihr Geschlecht eben nicht mehr wechseln. Das wäre auch wirklich blöd, wenn man das erneut eingefügt hätte, weil genau das hat ja zum großen Chaos letztendlich auch geführt. Deswegen hat der Lysin-Plan ja auch nicht funktioniert. Das wäre jetzt hier mein Was wäre, wenn der Indominus Rex sein Geschwisterchen nicht getötet hätte. Und ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, ich habe vielleicht hier und da die ein oder andere Szene jetzt erstmal nicht wirklich beleuchtet, da es aber auch sehr viele Szenen im Jurassic World Film selber gibt, die sich einfach nicht geändert hätten dadurch, die durch den Indominus Rex eher wenig Einfluss genommen hätten. Ein Vic Hoskins, der definitiv auch in dieser Variante gestorben, einfach weil er ein Arsch ist und der wäre halt dann hier vom Velociraptor auch gefressen worden, während die gesamte Meute eben hier am Kämpfen ist mit den Soldaten, den Velociraptoren und den vier Riesenpredatoren. Allerdings finde ich es hier sehr interessant, dass zumindest meiner Meinung nach es gar nicht mal so extrem viele Änderungen gegeben hätte, wenn es zwei Indominus Rex gewesen wären. Natürlich könnte man jetzt hier auch sagen, doch, doch, das hätte hier alles komplett anders ablaufen können, weil die Indominus Rex hätten ja auch von Anfang an ganz woanders hinlaufen können. Das ist eben das Ding einer Was-wäre-wenn-Geschichte. Die kann man jetzt ausschmücken, wie man das auch immer möchte. Ich habe hier eben einfach versucht, beide Indominus Rex immer wieder mal in Szenarien reinzupacken, die wir eben auch aus den fertigen Filmen kennen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Wie würdest du diese Geschichte hier erzählen? Wie würdest du die ganze Nummer hier weiter erzählen? Oder wie wäre dein Was wäre, wenn die Indominus Rex zu zweit gewesen wären, letztendlich ausgegangen? Schreib's mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.